Die flachen Wasserbecken dienen zur Salzgewinnung. Soweit man schauen kann, sieht man links und rechts Lutherreben. Da sind wir in Selinunt. In Selinunt kann man die Ruinen der antiken griechischen Tempel bewundern. Der beeindruckende Tempel ist noch am besten erhalten. An dem spektakulären Küstenabschnitt sieht man die weißen, einzigartigen Stufen, die ins azurblaue Meer führen. In Agrigent hat es noch weitere gut erhaltene griechische Tempel. Wir sind mit dem Taxi an den oberen Eingang gefahren und sind dann den ca. 2,5 km langen Weg zurück zum Parkplatz gelaufen. Hier gerade unten mit dem Pool ist die Villa San Marco. Von hier hat man einen irrsinnigen Ausblick ins Tal der Tempel. Hier haben wir schon ein Gläschen Wein getrunken. Unser Zimmer oder unsere Villa für die Nacht. Von Trapani sind wir zu der Saline von Marsala gefahren. Von dort sind wir weiter nach Selinunt. Nachher sind wir zur Scala dei Turchi und zum Tal der Tempel bei Agrigento. Da gibt es einen feinen Morgen mit hausgemachten Spezialitäten. Das Auto kann man auch vis-à-vis parkieren.
Am 3. Mai-Wochenende wird in der ganzen Stadt Noto die Infiorata gefeiert. Bei dem Blumenfest wird die Via Nicolassi in ein langes Mosaik aus Blütenblättern verwandelt. Heute am Freitagabend laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hallo miteinander. Hoi, guten Morgen. Guten Morgen. Hier sind wir in Avola am Meer. Wunderschönes Meer. Schönes Wetter. Von Agrigento sind wir nach Avola gefahren, wo wir auch die nächste Nacht verbracht haben. Am späten Nachmittag sind wir uns 10 km entfernt in Noto gefahren.